Schweinefleisch, dann haben wir, haben Kalbfleisch, einen Kalbfleischanteil haben wir dabei. Wir haben Schweinefett haben wir, haben Schweineschwarten, Heidelzeig nennt man das auch. Wir haben Zitrone drin, wir haben verschiedene Gewürze wie Marzisblüte, Muskatnuss. Es gibt verschiedene Gewürze, Pfeffer, Petersilie, wir haben Salz. So, jetzt kommt einmal das Fleisch in den Kutter. Als erstes unser Salz, das wird jetzt zugegeben. Jetzt kommt der Teil Eis dazu, weil die Maschine natürlich sehr hoch dreht. Die dreht 5000 Umdrehungen in der Minute. Und damit es nicht verbrennt, das Fleisch, gibt man Eis dazu, damit es schön kühl bleibt. Man sieht es auch hier an der Temperaturanzeige, dass wir hier jetzt noch Minusgrade haben, damit wir schön das Brät ordentlich kuttern können. So, und jetzt kommt unsere geheime Gewürzmischung dazu. So, jetzt kommt das Heidelsach, wie man sagt, nein. Das sind Schwarten, das sind 7% Schweineschwarten. Die machen die Weißwurst fluffig und locker. Dann kommt dazu noch ein bisschen eine Milch. Die Milch ist dafür da, dass die Weißwurst schön locker wird. Sie kriegt eine schöne weiße Farbe und ist einfach nicht so streng, sondern ein bisschen fluffiger. Geschmack. Also jetzt haben wir die Masse in unsere Füllmaschine gegeben. Die hat einen Trichter und die Masse wird jetzt dann über das Füllrohr abgefüllt in unsere Weißwurststärme. Ja? So, jetzt kommen unsere Weißwürste ins Wasser. Schön vorsichtig. Und damit die Weißwurst eine schöne Farbe kriegt, wird sie jetzt unter Wasser gehalten mit dem Schwimmer. Und jetzt bleibt die Weißwurst da für 30 Minuten. So, die halbe Stunde ist rum. Und jetzt schauen wir mal, was das geworden ist. So, lala. Und die schönen Weißwürste, die kommen jetzt aus dem heißen Kessel raus und kommen jetzt hier in unser Abkühlbecken. Und dann gehen sie später in den Verkauf. Also für gute Brezen brauchst du auf jeden Fall ein Mehl, ein Wasser, ein Salz, Malz gehört rein, Margarine und natürlich eine Hefe. Die Produktion ist aufwendiger als man denkt. Also klar, man muss natürlich zuerst einmal den Teig machen, mischen, kneten. Dann anschließend werden die großen Teilchen oder die großen Teige zu kleinen runden Kugeln geformt. Aus den runden Kugeln werden lange Stränge geformt, dann wird das Ganze mit der Hand geschlungen, so nennt man dieses Brezendrehen. Dann kommt es in Gärraum rein, vom Gärraum zum Absteifen, nach dem Absteifen wird es angefrostet, wird es gelaugt, gesalzen und dann in den Ofen rein. Wir arbeiten grundsätzlich über Nacht, dadurch werden die Teige einfach schöner, wenn sie über Nacht mindestens einmal reifen können. Aber ich sage mal, vom ersten Mal Mehl abwiegen, bis die Breze fertig gebacken ist, sind mindestens ja, 2 Stunden reine Tätigkeit. Weißbier wird mit regionalen Rohstoffen hier in Bayern gemacht. Wir haben ja ein bayerisches Weißbier. Wir verwenden regionale Gerste, regionalen Weizen sowie unsere eigene Hefe dazu. Wir brauen das Bier im Sudhaus ein. In einem Zweimalchverfahren, das heißt, die Maische wird zweimal gekocht, dass das Bier Charakter bekommt. Anschließend kommt die Würze in den offenen Gärbottich. Hier geben wir die hauseigene Hefe dazu und die Hefe vergärt dann den Malzzucker zu CO2, Alkohol und den biertypischen Aromastoffen. Die Gärtemperatur ist wichtig für die Qualität eines Bieres. Wir haben ungefähr Gärtemperaturen von 20 Grad Celsius. Hiermit dauert die Gärung ungefähr eine Woche. Nach einer Woche ist die Hauptgärung abgeschlossen, dann kommt das Bier unfiltriert
nicht behandelt, in die Flasche und dort gärt es nochmal 4 Wochen nach für die typische Flaschengärung. 2 Wochen warm bei 20 Grad, 2 Wochen kalt bei 8 Grad. Anschließend ist hier eine Weißbier-Spezialität fertig. Also Produktionszeit mindestens 5 Wochen für ein gutes Bier. Die Weißwurst isst man vor 12 Uhr und die Weißwurst wird gezuzelt.